Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Visum Radio, hallo, Delta Mike Echo, Mike Zulu. Hallo Mike Zulu, Visum Radio, moin. Ja moin, Delta Mike Echo, Mike Zulu, wieder CT, wieder zwei Personen. Position Vorfeld, Grasplatz, wir fliegen weiter nach Flensburg und ich rolle nun zur 29. Verstände, die 29 ist ja immer noch aktiv. Visum Radio, Delta Michael Tango Zulu. Tango Zulu, Visum Radio, Mike Zulu. Der Michael Tango Zulu, auch wir stehen auf dem Vorfeld, es geht für uns ebenfalls nach Flensburg und wir rollen hinter der Delta Mike Echo Mike Zulu zur 29. Schon Anfang Januar 2023 hatten wir, die beiden Crews von Delta Mike Echo Mike Zulu und Delta Mike Golf Tango Zulu, vier Terminfenster für unsere diesjährige Reise festgelegt. Alle vier Termine, jeweils eine gute Woche, hatten wir dieses Mal in den Mai gelegt. In der sicheren Erwartung, dass in einer von vier Wochen auf jeden Fall in Nord- oder Südeuropa schönes Wetter garantiert ist. Wie man sich doch irren kann. Als der Mai dann da war, jagte in Südeuropa ein Tiefdruckgebiet das nächste. Gewitter, Starkregen und Überschwemmungen rings um das Mittelmeer waren an der Tagesordnung. Und Skandinavien hing, das hatten wir allerdings erwartet, unter tiefen Wolken. Wir mussten also tatsächlich alle vier Termine ungenutzt verstreichen lassen. Das ist auch der Grund dafür, dass es vier Monate lang kein aktuelles Video mehr gab. Das tat wirklich weh. Aber um wenigstens ein paar Tage in die Luft zu kommen und trotzdem wieder einmal neue Erfahrungen zu sammeln, haben wir dann das lange Wochenende ab Himmelfahrt genutzt. Und laut Wetterbericht sollten bis einschließlich Sonntag in Dänemark und Südschweden ganz gute VFR-Bedingungen herrschen. Okay, also, bevor wir gar nichts kriegen, nehmen wir wenigstens diese vier Tage. Wir sind nun bereits in Heide-Büsum gestartet und fliegen gerade am Strand von St. Peter vorbei. Höchste Zeit also, einen Blick auf die bevorstehenden Flüge zu werfen. Das ist unsere tatsächlich geflogene Route. Wir besuchen zunächst die Überreste der Pallas, ein 1998 gesunkenes Frachtschiff vor Amrum. In einem anderen Video, hier oben und in der Videobeschreibung verlinkt, habe ich die Geschichte dieses Schiffes ausführlich erzählt. Dann fliegen wir eine Runde um Sylt und anschließend zur Übernachtung nach Flensburg. Am nächsten Morgen geht's hinüber nach Jütland und kurze Zeit später erfolgt ein erster Zwischenstopp in Randers. Danach geht's weiter auf das nördlichste Eiland Dänemarks, die Insel Läsö im Kattegat. Und nun wird's spannend. Mit dem eigenen Flugzeug in Schweden war ich nämlich noch nie. Wir überfliegen den zweiten Teil des Kattegats und segeln dann sehr tief über die schwedischen Schären bis auf den zweitgrößten Airport Göteborgs, Säve. Wir übernachten in Göteborg und fliegen am nächsten Morgen noch zwei weitere schwedische Flugplätze an. Höganäs bei Helsingborg und Vellinge zwischen Malmö und Trelleborg. Am Nachmittag geht's dann wieder nach Dänemark, genauer nach Bornholm. Auf den Besuch dieser Insel bin ich schon sehr lange scharf. Nun sollte es endlich klappen. Und am Abend, kurz vor Schließung des Airports, geht's dann nach Lübeck. Am nächsten Morgen fliegen wir gemütlich mit einem Zwischenstopp in Höxter zurück in die Eifel. Die Flüge nach Heide-Büsum sowie von Lübeck zurück nach Hause habe ich aufgrund ihrer Ereignislosigkeit gar nicht erst dokumentiert.
Kur, moin moin, Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, Sylt, hau moin. Delta Mike Echo Mike Zulu, Information mit Delta Mike Golf Tango Zulu, unmittelbar hinter mir, 2 UL, 4 Personen. Wir haben Position 5 Meilen südlich Hotel und erbitten Rundflug um die Insel im Uhrzeigersinn, also Whisky November Lima Echo 2 Echo 1. Ja, Mike Zulu, Ihr Start- und Zielflugplatz? Startflugplatz ist Heidebüsum und wir fliegen anschließend weiter nach Flensburg. So, nächste Meldung Whisky und das QNH 1030. Nächste Meldung Whisky, das QNH 1030 für die Formation Delta Mike Echo Mike Zulu. Mike Zulu Formation Durchflug genehmigt, nächste Meldung November. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation Durchflug genehmigt, nächste Meldung November. Ich bin mit dem Flugzeug schon zweimal auf Sylt gelandet und habe sehr gute Erfahrungen mit diesem kontrollierten Airport gemacht. Hier oben in der Ecke und in der Videobeschreibung habe ich beide Links hinterlegt. Auch heute kommt der Tower Lotse unseren Wünschen vollständig nach, obwohl er den einen oder anderen Verkehr zu managen hat. Über Sylt, die Insel der Schönen und Reichen, gäbe es sehr viel zu erzählen. Über Stars wie Otto Waalkes, Dieter Bohlen oder Jürgen Klopp, die hier Häuser besitzen. Günter Jauch hat gleich 3 davon in der Dünensiedlung Westerheide bei List, wo wir gleich vorbeikommen. Zuletzt machte Sylt bei der Hochzeit Christian Lindners auf sich aufmerksam. Und natürlich Friedrich Merz, der sich doch tatsächlich erdreistete, mit seiner DA-62 hierher zu fliegen und damit einen Riesenwirbel auslöste. Wie kann man nur nach Sylt fliegen, frage ich mich. Das ist wirklich unverständlich. Dabei hat er einen beneidenswert schönen Flieger. Auf einem ganz anderen Flugplatz habe ich ihn in 2019 mal fotografisch erwischt. Aber wie ist Sylt eigentlich zu diesem Exklusivitätsbonus gekommen? Ich denke, es sind verschiedene Punkte, die dazu führten. Da ist zunächst die natürliche Schönheit dieser Insel. Kilometerlange Sandstrände, einsame Dünenlandschaften und malerische Buchten. Auch für Nicht-Schickimicki-Anhänger also eine Insel mit hohem Erholungswert. Natürlich ist da auch das milde Seeklima, das zu einer angenehmen Luftqualität beiträgt. Die salzhaltige Luft und das Reizklima wurden schon sehr früh als gesundheitsfördernd angesehen, was ebenfalls zu einem Anstieg der Inselbeliebtheit beitrug. Schon im späten 19. Jahrhundert begann sich Sylt als beliebtes Reiseziel für wohlhabende Gäste zu etablieren. Rasch entwickelte sich die Insel zu einem Erholungsort für Menschen der Oberschicht, insbesondere aus Hamburg und Berlin. Dadurch entwickelte sich die Infrastruktur schneller als anderswo. Es entstanden luxuriöse Hotels, Restaurants und Geschäfte, die wiederum prominente Besucher anlockten. Der Immobilienmarkt entwickelte sich prächtig und so wurde Sylt auch attraktiv für Investoren. Und zu guter Letzt ist Sylt in der Reisebranche immer und sehr bewusst als exklusives Reiseziel vermarktet worden. Diese Kombination aus Natur, lebenswertem Rückzugsort und Luxus machten die Insel Sylt zu dem, was sie heute ist. Und manchmal wird sie sogar als das Saint-Tropez Deutschlands bezeichnet. Aber es gibt auch noch Ureinwohner hier auf Sylt, zum Beispiel in der Gruppe der Eigentümergemeinschaft Listland. So bezeichnet man die nördlichste Spitze der Insel, die noch bis 1864 zu Dänemark gehörte. Einige dieser Listländer haben Sylter Stammbäume bis zurück ins 17. Jahrhundert und leben bis heute von der Schafzucht. Hallo nochmal, Eurowings
Niner 009er, we are ready, request clearance and startup. Mr. Falco, startup proof, Trambetri 2, QNH 1030. Startup proof, Trambetri 2, QNH 1030, ja, Eurowings for Echo. Ja, okay, Düsseldorf, Olibon, Bravo Departure, Flight Plan, Rootsquark 1331. Aldebon, Bravo, Squawk 1331, Eurowings for Echo. Ein anderes Thema, was im Zusammenhang mit Sylt immer mal wieder hochkocht, ist der Landverlust der Insel. Je nach Quelle gehen derzeit pro Jahr etwa 1 bis 2 Meter der Insel verloren. Es gibt also Küstenbereiche, die akut von Erosion bedroht sind. Aber das gilt für alle Nordseeinseln, da diese Küsten aufgrund ihrer Lage und der Einflüsse von Wind, Wellen und Gezeiten besonders anfällig sind für dieses langsame, aber kontinuierliche Abtragen von Sandboden durch Wind und Wasser. Als gefährdet gelten im Moment besonders die Westküste und Bereiche von Hörnum und Rantum im Süden der Insel. Diese Bereiche sind Gegenstand von umfangreichen Küstensicherungsmaßnahmen, um die Erosion zu verlangsamen und die Insel insbesondere vor den Auswirkungen von Sturmfluten zu schützen. Es werden zusätzliche Deiche errichtet oder Sandvorspülungen eingebracht, um die Erosion zu reduzieren. Außerdem gibt es zusätzliche Buhnen, welche die Meeresströmungen lenken sollen, um damit ebenfalls die Erosion zu verringern. Wollen wir hoffen, dass das langfristig gelingt. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, inbound November 1000 Fuß. Wir würden jetzt gerne in Liste haken und fliegen, dann Lima. Ja, verstanden. Nächste Meldung Lima. Nächste Meldung Lima, Delta Mike Zulu Formation. Sylt hat übrigens einen Haken. Und was für einen. Für viele ist er das Schönste an der gesamten Insel. Von West nach Ost geht der Strand in eine Näherung über, die wie ein angewinkelter Arm aussieht. Manche nennen ihn deswegen auch Lister Ellenbogen. Diese nun vor uns liegende, gern auch als Lister Haken bezeichnete langgestreckte Halbinsel ist, wie bereits erwähnt, Privateigentum. Sie befindet sich oberhalb von List, der nördlichsten Ortschaft Deutschlands. Mike Zulu Formation inbound Lima 1000 Fuß. Wir würden nun noch gern der Küstenlinie folgen und dann direkt Echo 2. Können Sie der Küstenlinie folgen? Ist das Durchfliegen der Kontrollzone genehmigt? Entlang der Küstenlinie nächste Meldung Echo 2. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation. Flug entlang der Küstenlinie genehmigt. Nächste Meldung Echo 2. Nun haben wir unseren Rundflug nahezu vollendet. Hier unten am Meldepunkt Hotel haben wir Kontakt mit dem Tower aufgenommen. Bei Whiskey sind wir in die Kontrollzone eingeflogen, die wir hier oben kurz vor November wieder verlassen haben und in die wir kurz hinter Lima wieder eingeflogen sind. In den nächsten 5 Minuten werden wir nun Sylt über die Meldepunkte Echo 2 und Echo 1 wieder verlassen. Aber natürlich nicht, ohne dem Hindenburgdamm noch seine gebührende Beachtung zu schenken.
Dieser gut 8 Kilometer lange Eisenbahndamm ist, neben dem Schiff und dem Flugzeug, die einzige Möglichkeit, nach Sylt zu reisen. Er wurde 1927 nach 4 Jahren Bauzeit eröffnet, er wird also bald 100 Jahre alt. Ursprünglich war er eingleisig, später kam eine Ausweichstelle hinzu, aber heute fahren die Züge auf 2 Gleisen zwischen Nibül und Westerland hin und her. Elektrifiziert ist diese Strecke aber nicht. Nur 10 Minuten später befinden wir uns bereits im Anflug auf Flensburg. Alles klappt planmäßig. Landung, Abstellen, Taxi, Hotel. Und am Abend geht's zu Fuß in die nicht weit entfernte Innenstadt. Erstmal etwas Flüssiges für die trockenen Kehlen und dann bleiben wir schließlich beim Gosch hängen. Und wenn schon kein Fisch auf Sylt, dann eben Fisch und Bier in Flensburg. Und wie pflegt man hier oben im Norden so prägnant zu sagen? Das flänzt.